Das ist ja lächerlich. Ich bin wesentlich schrecklicher als diese Balbrut, die ich töte. Klingt negativ. Ich habe kein Interesse daran, irgendjemanden aufzuhalten. Sie können ganz Ferun zerstören. Es könnte mich nicht mehr kümmern. Auch eher eher gleichgültig. Aber wenn ich erfolgreich bin, werde ich doch größer und mächtiger als jeder von ihnen, oder? Wenn es meine Aufgabe ist, die Prophezeiung aufzuhalten zu erfüllen, dann will ich das gerne akzeptieren. Das ist eine Erleichterung. Ich hatte wahrlich nie das Bedürfnis, für die Verstörung verantwortlich zu sein, die in die Prophezeiung spricht. Es kümmert mich nicht, was ihr sagt. Ich tue, wie es mir beliebt und nicht, wie man mir befiehlt zu tun. Ich würde eher die 4 nehmen, weil das klingt so verantwortungsvoll. Das hier klingt eher nach, puh, hab ich jetzt mal Glück gehabt. Ja, dann will ich sie aufhalten. Ihr solltet euch für das, was folgen wird, stählen. So viel kann ich euch raten. Ihr wurdet jetzt durch euch selbst beraten. Ihr wisst nun, welche Rolle ihr bei diesen Ereignissen spielt und warum ihr hier seid. Nicht jede Seele erhält eine solch einmalige Gelegenheit. Das soll ich sein. Diese Gestalt klingt nicht gerade so wie ich. Ich danke euch so da. Ja, ist schon gut. Nehmen wir die 2. Dann habe ich nur noch eine Frage an euch, bevor ihr euren Weg fortsetzen dürft. Ja. Wenn ihr wieder in die Welt der Wachen zurückkehren werdet, werdet ihr weiter eurer Bestimmung zustreben. Ihr werdet alles daran setzen, die Erfüllung der Prophezeiung aufzuhalten. Meine Frage lautet, warum werdet ihr das tun? Schnaub, weil ich, wie es scheint, ohnehin keine Wahl habe? Klingt eher negativ. Um sie daran zu hindern, mich zuerst zu töten, warum sonst, klingt auch negativ. Weil die andere Balbrut meinen rechtmäßigen Machtanspruch im Wege steht, auch negativ. Ich werde die Zerstörung verhindern, weil es richtig ist, so zu handeln. Je rascher ich mein sogenanntes Schicksal erfüllt, desto rascher kann ich ein vernünftiges Leben führen. Wenn es keine welterschütternde Prophezeiung gäbe, wäre das ganze Leben doch irgendwie langweilig, oder? Ich habe nicht vor, das zu tun, was ihr auch sagt. Nehmen wir die 4. In diesem Fall stellt der eigene Standpunkt die Wahrheit dar, Gottkind. Bedenkt, was ihr hier gelernt habt und lebt wohl. Gut. Und damit ist wieder ein Prüfungsraum für mich offen, wie es scheint. Erfahrung für die Aufgabe. Enthüllungen des Solar. Nach Datum, nach Namen, nach Datum. Das blutige Massaker ist vorbei. Wieder ist ein Mitglied der 5 tot. Das Finale dieser Ereignisse kommt immer näher und damit nähere ich mich auch der Erfüllung meines Schicksals. Und das ist immer noch nur ein Treffen mit Balthasar. Was sagt mir mein Tagebuch? Ach, hier stehen sie. Gut, was steht denn hier? Die Enthüllung des Solar. Erneut hatte ich mit dem Solar Kontakt. Diesmal wurde mir meine Prophezeiung, die ich in Alaundos Prophezeiung spiele, enthüllt. Offenbar wird über mich zwar sehr wohl in der Prophezeiung gesprochen, allerdings bin ich dazu bestimmt, die restliche Balbrut daran zu hindern, Tod und Zerstörung entlang der Schwertküste zu sehen. Es ist also keineswegs so, dass mich die Prophezeiung für diese Zerstörung verantwortlich macht. Ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Neuigkeit aufnehmen soll. Auf jeden Fall scheint meine Rolle vorher bestimmt zu sein. Ich könnte zum bösartigsten und widerwärtigsten Wesen der ganzen Reiche werden und dennoch würde mich die restliche Balbrut noch immer als Bedrohung sehen. Offenbar ist ihm tatsächlich so. Egal, ob es mir gefällt oder nicht, ich befinde mich auf direktem Kollisionskurs mit dem noch überlebenden Kindern Bals. Laut Prophezeiung hätte es wesentlich schlimmere Konsequenzen für die Reichen, wenn sie siegreich sind und ich nicht. Der Solar hat erneut einen der Durchgänge geöffnet, die zu einer der Herausforderungen innerhalb des Einsprengsels führen. Offenbar muss ich noch mehr über mich selbst lernen. Fragt nur, erzählt mir mehr davon. Okay. Wir müssen bald ruhen. Ja. Ist schon hamstermüde. Das ist Quecksilber.
Ich warte. Sprecht frei heraus. Schon der unterwegs. Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser Trank. Alte, zerschundene Körper Trank. Nach einer Pause. Trank, Trank, Ring, Ring. Dolche. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Kurzschwert, okay. Durch plus 3, interessant, und eine Lederrüstung. Die Dienerin der Natur, ich warte auf eure Kette, ja? Wenn es von Nutzen ist. Trank. Ich könnte Trank. Trank. Noch ein Trank. Sehr viel mehr Tränke. Wo bekommst du Minsk? Ich bin bereit. Ganz meine Meinung. Ja. Ja, keine große Herausforderung. Das sieht aus wie ein Drow-Schild. Wenn das ein einfacher Drow-Schild ist, dann kann ich den gleich auf dem Boden liegen lassen. So wie den Adamantstaub. Genauso wie das Teil wahrscheinlich. Ich helfe, wo immer ich kann. In Bayerwans Namen. Es soll geschehen. Nee, die lasse ich mal da liegen. Das lasse ich auch liegen. So viel Geld brauchen wir gar nicht mehr. Das hier finde ich interessanter, nämlich den Harnisch. Den Stab. Naja. Das ist auch wieder ein Drow-Schild, also kann der weg. Und ein Ionenstein. Fragt nur. Nun gut. Gut. Ist das ein Ausgang? Verliesausgang, ja. Was immer ihr wünscht. Wie nett. Zugang zu Sendais Enklave. Ich warte. Das heißt, wir können jetzt ins Einspringen zurück. Reisen. So. Können hier in Ruhe rasten. Ja, ist sehr furchterregend hier. Ja. Ich finde, das sieht irgendwie so aus, als ob mir die Hälfte der Lebenspunkte fehlen. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. So, eigentlich für die Waffe bräuchten wir das Quecksilber. Herz der verdammten. Questgegenstand. Viel zu viele Tränke. Wurde aber wie ihr wollt. Ja, Imon hat noch sehr viel Raum. Aber eigentlich die müsste ich auch mal kurz wegpacken. Schon erledigt. Weil hier oben kommen erst die Tränke. Das heißt, ich bin jetzt schon überfüllt.
Ja, und das soll alles bei mir eine schöne Ordnung haben. Oh, nebenbei. Behälter öffnen. Davon reichen 5, 5. Davon reichen auch 5. Gegengifte reichen auch 5. Und ja, 40. Okay, dann kriegt ruhig ein Ersatzgegengift. Die Dienerin der aber gerne. Und wir sind wieder voll bis oben hin. Ich warte auf euren, das ist alles. So, jetzt können wir erstmal die da platzieren. Dann die da. Haben wir noch welche? Nein. Ja, nun gut, wenn ihr denkt, dass das wirklich gut ist. So viele Taten bereuen wir später. Ich bereue nichts. Gegengifte. Komm als nächstes. Simone hat keine Gegengifte, aber wir können die Schnelligkeitsöle mal zu ihr tun. Haben wir noch Schnelligkeitsöle hier? Nö. Ach, das eine einzelne Gegengift kann da rein, ruhig. Genau, so wie der Trank der Meisterdiebeskunst. Dann haben wir nämlich 5 davon. Und das ist eine Schnelligkeitsöl. Und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, hoffentlich. Machen wir weiter mit dem Trank sortieren. ja, Gegengifte habe ich alle aufgesammelt. Ja. Die überschüssigen hier rein. Jetzt Unsichtbarkeitstränke. Sind das hier eine Menge? Schnelligkeitsöl. Ruhig 5 weg. Ach ja, das mal identifizieren. Beschlagener Lederwams der Dorn. Kann nicht verwendet werden von Magiern und Mönchen. Dornschaden. Wenn der Träger die Rüstung im Angreifer getroffen wird, erleidet der Angreifer Feuerschaden. Deaktiviert Magiezauber und ist sowieso schlechter. Dann ist das eher was für die Beutetruhe. Das ist einfach nur ein Kurzschwert plus 3. Wong Feis Ionenstein. Die maximale Trefferpunkte des Trägers erhöhen sich um plus 15. Der Rene generiert alle 6 Sekunden einen Trefferpunkt. Rüstungsklasse minus 1. Kann nur von Mönchen, Kämpfern und Kensei verwendet werden. Also von dir und von dir. Also noch was für die Beutetruhe.
Okay. So, dann sortieren wir alles nach der Reihenfolge mal ein. Ich bin schon erledigt.